Schwer bewaffnete Polizisten vor einer Synagoge in Berlin. Schutz für die jüdische Gemeinde, der dringend notwendig ist. Mindestens 5 antisemitische Straftaten gibt es in Deutschland pro Tag. Das geht aus dem Lagebericht des Bundesverfassungsschutzes hervor. Tendenz steigend. Die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben und Antisemitismus ist sichtbarer geworden. Und das wirkt sich aus, auch auf den strafrechtlichen Bereich. Dinge, die früher nur gedacht wurden, werden jetzt offen geäußert und einiges davon ist eben strafbar. Und auch die Hemmschwelle ist gesunken. Ein weiterer Grund für den Anstieg sei ein positiver. Betroffene würden häufiger Anzeige erstatten und zur Polizei gehen. 2019 gab es 2032 antisemitische Straftaten, ein Anstieg von 35% im Vergleich zu 2017. Aber nicht nur die absolute Zahl hat zugenommen, sondern auch die Qualität. Die Gewaltdelikte sind um 97% angestiegen, von 37 im Jahr 2017 auf 73 im Jahr 2019. Mit Abstand die meisten Taten werden von Rechtsextremisten begangen. Antisemitismus ist aber auch im Islamismus und Linksextremismus verbreitet. Wir dürfen den Kampf gegen Antisemitismus auch nicht Jüdinnen und Juden allein überlassen. Gefragt sind natürlich auch Politik und Verwaltung, sodass sie da wachsam sind und Strukturen entwickeln und aufbauen, die gegen Antisemitismus wirksam sind. Denn nur so können antisemitische Vorfälle von der Justiz auch konsequent verfolgt werden. Wie nötig das wäre, zeigt der aktuelle Bericht des Verfassungsschutzes.